Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Eigentlich wollte ich euch das Video gestern reinstellen, also Dienstag. Aber ich bin gestern wach geworden mit einem Migräneanfall. Ich hatte das ja wirklich selten hier, ja. So ab und zu mal Kopfweh oder so, gut. Aber das war wirklich der Hammer gestern. Also es hat ja gar nichts geholfen. Heute geht es mir aber besser. Gott sei Dank, es hält ja nicht lange an. Ich bin dankbar dafür, dass es mir heute besser geht. Jetzt erzähle ich euch mal, was war. Ich saß hier abends. Nach dem Essen sitzen wir ja meistens auf dem Balkon abends, wenn wir nicht draußen sind. Bin auch froh, dass wir nicht rausgegangen sind. Und Glas Bistro hatte so zwei Lichterstrahler hoch. Ja? Und ich habe dann so geguckt und dann dachte ich im Himmel, was ist das denn? Und habe sofort mein Handy genommen, um so ran zu zoomen. Habe dann auch Video, Beke war gerade drinne. Und ich habe dann einfach nur gerufen, Bekir, Bekir, und er hat mich nicht gehört. Ich sage, Bekir, komm mal schnell. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, wie eine Lichterkette. Und habe dann auch nicht mehr aufgenommen, weil dann kam ein Anruf rein. Das war der Tarek. Der hatte das nämlich auch gesehen. Und er wollte mich fragen, ob ich das gesehen habe. Und ich sage, ja. Sagt er, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte es mir eingebildet. Ja, also der Tarek dann. Ich sage, nee, nee. Ich sagte, da war wirklich eine Lichterkette am Himmel. Und dann hatte ich nachgeforscht und das, wie heißt das, Starlight oder so, von diesem Mask da, fragte Henker, dann war das wohl das. Aber es war zuerst ungewöhnlich, also es war wunderschön. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Hab den Ton ausgemacht von dem Video, weil das Hotel drüben hatte Musik an und ich keine Lust habe jetzt, dass die mir das Ding sperren. Deswegen hatte ich den Ton ausgemacht, weil ich hatte darüber erzählt. Ich sage, Leute, seht ihr das und guckt euch mal die Lichter. Es sah wirklich aus wie eine Lichterkette. Ne? Ich meine, dass die Satelliten da oben was rumschwirren, das wusste ich. Aber ich wusste jetzt wirklich nicht. Einerseits sah es schön aus, andererseits war es zuerst beängstigend und dann frage ich mich, braucht man sowas? Okay, es soll die Internetverbindung irgendwie besser machen, da wo man jetzt wohl anscheinend keine hat, fragte Henker. So, das war's. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ihr bleibt gesund. Ja, genießt das Wetter, egal wie es gerade ist. Und jetzt im Anschluss kommt das Video. Ihr schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr das auch irgendwo hier an Talia Alanya gesehen habt. Nicht viele Leute gucken heutzutage hoch in den Himmel. Ich bin wirklich eine, die, auch wenn wir an die Strandpromenade gehen und wir sitzen da, um einen Chai zu trinken, ich bin wirklich eine, die gerne mal hochguckt und die Sterne beobachtet oder auch tagsüber das Meer einfach beobachtet. Ich finde, wir haben so eine schöne Natur und es wird zu selten beachtet, unsere Natur. So, das wird ein kürzeres Video. Bis denn. Ciao, ciao. Vicky, komm mal schnell.